Hallo, liebe Freunde des Rollenspiels, und willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Auf der Jagd nach dem Rudelführer da unten, den ich leider mit Magie nicht erreiche, aber ich habe einen Plan. Sehr gut, genauso. Ah, und er hat sogar Krallen dabei, die Krallen des Rudelführers. Wahrscheinlich, damit ich sozusagen nachweisen kann, dass ich den Rudelführer umgelegt habe. So, dann haben wir hier ein paar Blutfliegen. Komm, die kriege ich im Nahkampf. Weil irgendwer meinte auch, dass über dem Lager auf den Klippen Snapper seien. Na komm her. Lass dich an die Wand drängen. Ist immer noch nichts da abnehmen. Ist nicht so. Nee. Das finde ich ein bisschen blöd. Ich habe doch diese Schrift gefunden, wo drin steht, dass man den Stachel abnehmen kann. Keine Ahnung, warum es jetzt nicht funktioniert. Und keine Ahnung, warum die jetzt auf mich aufmerksam geworden sind. Da war ich halt echt nicht nah dran. Keine Ahnung, vielleicht wurden die von dem Kadaver der Blutfliege hier angelockt. Das kann natürlich sein. Ah ja, da oben. Snapper. Sag mal, da drüben geht's doch zu dem Ork-Tempel. Hier. Leider ist die Brücke eingestürzt. Schade. War ja nicht. Also erstens sind hier Pilze. Aber ich meine, hier drüben war doch so eine Art Treppe, oder? Yep. Wahrscheinlich ist die vor allem dafür gedacht, dass ich wieder raus kann. Aber hier habe ich doch gerade von oben einen Trank gesehen. Gibt's hier noch was? Sieht nicht so aus, ne? Nö, höchstens im Wasser unten. Aber das werde ich jetzt nicht absuchen. Und es sieht auch nicht so aus, als könnte ich da drüben wieder rauskommen. Es würde mich ja schon ein bisschen interessieren, was da jetzt mit dem Ork-Tempel passiert ist nach dem ersten Teil. Also in der Zwischenzeit, sozusagen. Würde mich faszinieren. So, weil es bisher so gut lief, weiß nicht, ob es euch auffällt, ich habe die Savegames ein bisschen anders nummeriert, weil ich einmal mich verzählt hatte, plus 2 statt plus 1 gemacht habe. Ändert aber nichts dran, dass auf jedem Slot das gleiche Savegame ist wie davor auch. Genau, einer. Komm her. Fein. Fein. So viel zu einer. Nope, das wird so nix. Das wird so leider nichts. Runterlaufen zu den anderen kann ich aber halt auch nicht. Ich glaube nicht, dass die eine große Hilfe sind. Was tut der da in der Dunkelheit? Ah, die fressen den Wolf! So, guckt mal, Leute. Euer Rudelführer liegt hier. Und er führt euch gar nicht mehr. So, aber du hast jetzt nichts dabei, ne? Nee, der hat jetzt nichts dabei. So ein Unsinn aber auch. Warum hat nur der Rudelführer eine Kralle, die ich abnehmen kann, aber alle anderen nicht? Ist doch Unsinn. Ich brauche 80 Lebenspunkte. Das sind 50. Und 2 davon. Und dann noch ein Pilz. Ich glaube, ich brauche 171, genau. Gut genug. Reicht mir. Hui, fein, das geht ganz schön zur Neige. Habe ich mein Mana schon gesteigert? Nö. Muss ich noch machen. Müsste ich mal auf 50 steigern, dann könnte ich auch hier die ganzen kleinen Tränke immer benutzen. Denn wozu habe ich die denn? Sag mal, jetzt steck halt die Magie weg. Ah. Ist immer so eine Verzögerung drin. Als ob man die im Kampf gebrauchen könnte, ja?
vor allem, wann benutzt man denn diese Zauber und wieder auf eine Waffe wechseln? Wenn man durch die Gegend läuft? Also bitte. Natürlich im Kampf. Was rege ich mich auf? Das Spiel wäre ja auch zu einfach, wenn alles funktionieren würde, so wie ich das gerne hätte. So, hier noch ein paar kleine Sachen einsammeln. Ob es hier hinten wohl noch was gibt? Ja, immerhin, Pilze. Hier ist auch das Wort Dunkelpilz zutreffend, denn diese Pilze wachsen im Dunkeln. Okay, hier hinten ist niemand mehr. Da will ich, glaube ich, nicht runter. Also ich will da schon runter, aber nicht auf diesem Weg. Denn ich würde gerne überleben. Ich frage mich gerade, ob das alle Snapper waren. Habe ich die unten schon erledigt? Ich weiß es nicht. Die letzte Aufnahme ist schon eine Weile her. Und eigentlich wollte ich heute auch nicht aufnehmen, weil, wie ihr hört, ich bin ein bisschen krank. Das wollte ich eigentlich abwarten. Aber ich habe keine Folgen mehr. Deswegen nehme ich jetzt nur eine auf und dann hoffe ich mal, dass ich bis zum nächsten Mal wieder fit bin. Habe ich die? Ich glaube, die habe ich. Ah, ne, da hinten sind noch welche. Okay. Wieder drei Stück. So, wie mache ich die? Ich schnapp mir den mittleren. Na, schon mal einer weniger. Werde ich mit zwei fertig? Ja. War noch gar nicht so schwer. Mit zweien auf einmal fertig werden, klappt plötzlich dann doch irgendwie. Ach, das ist wohl das Blut von dem, den ich abgeschossen habe. Ich sehe jetzt aber hier in der Umgebung auch keinen Snapper mehr. Von daher denke ich mal, dass es alle waren. Du hast den Rudelführer also getötet und hast du der Bestie die Krallen abgezogen? Ja. Sind bestimmt eine Menge wert. Es gibt Typen, die sammeln sowas. Wenn du den richtigen Käufer findest, bekommst du einen Haufen Gold dafür. Okay, gut zu wissen. Dankeschön für den Tipp. Dann werde ich die Kralle mal behalten. Sieht's anders? Wie ist eure Situation hier? Ihr seid umgeben von Monstern und habt... Nein, ihr seid nicht umgeben von Monstern. Es sei denn, ich bin das Monster. Hier war doch auch einer, der... Genau, Fett. Hey. Sag mal, ich will nicht schon wieder. Das weiß ich noch. Das weiß ich noch. Hier, letztes Mal fand ich hier so komisch, dass man den Typen nicht gesehen hat. Geht's dir gut? Die Snapper sind da draußen. Nein, du riechst sie nicht. Die sind nicht mehr da. Die sind doch schon weg. Mann, Mann, Mann. Was sagt denn jetzt der Anführer dazu? Hier, guck mal, ich hab dich gerettet und deine Leute... Die Snapper sind erledigt. Gute Arbeit. Mit all den anderen Viechern da draußen werden wir wohl fertig. Moment, was? Ich hätte ihm beides sagen können. Was ist jetzt der Unterschied? Ach, verdammt. Ich stelle das mal eben nach. Das will ich jetzt gerne wissen. So, da bin ich wieder. Es ist ein bisschen schlechter gelaufen als vorhin. Deswegen habe ich hier relativ viel Fleisch gefuttert und noch ein paar Pilze. Mein Mana ist leer, ich bin ein bisschen angeschlagen. Gut, aber ich habe gerade eben gespeichert. Und vorhin habe ich 200 Erfahrung gekriegt für das Erledigen der Snapper. Wie ist die Moral deiner Männer? Du willst wissen, wie die Moral meiner Männer ist? Die können vor Angst kaum noch arbeiten. Erledige diese Snapper. Ja, das habe ich doch schon. Ich habe den Rudelführer erlegt. Gut. Ohne Anführer sind sie nur halb so gefährlich. Ich denke, jetzt werden sie uns nicht mehr angreifen. Okay, das lohnt sich also genau gar nicht. Das macht genau gar keinen Unterschied, ob ich das eine sage oder das andere. Es ist Zeit, Bilgot. Pack deine Sachen, wir ziehen ab. Bin schon fertig. Genau, und den da wollte ich doch mitnehmen. Moment, ich hab doch noch jemand anderen, ne? Wer war das denn? Pfeffer und Erz...
hier mit Diego? Oder war ich schon bei Diego? Nee, bei Diego war ich noch nicht, ne? Genau, Diego, was war mit Diego? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas war mit Diego. Die haben ja hier zwei Kisten Erz rumstehen. Die da drüben, die hatten kein Erz. Und ich meine, das hätte sich Diego geschnappt und an altes, an einen Ort gebracht, den ich kenne. Nämlich dieses Versteck in der Nähe des alten Lagers, also in der Nähe der Burg. Es müsste hier ganz in der Nähe sein. Ich muss nur einmal durch diese Gegnerhorden durch. Billgott, krieg ich deine Erfahrung? Ja, alles gut. Hey, pass auf! Entschuldigung. War keine Absicht. Kannst du ein bisschen schneller laufen? Kannst du dich ein bisschen schneller laufen? Ich mach ja, was ich kann. Ich kann ihn heilen, interessant. Ich kann ihn aber nicht sagen, dass er stehen bleiben soll. Oh, Flügel. Nichts zu holen. Ja, ein ist viel weniger. So sehe ich das auch. Ja, ich futter mal hier wieder fleißig vor mich hin. Ich brauche knapp über 100. Komm, die 90 werden reichen. Muss ja nicht komplett voll geheilt sein. Und wegen Blutfliegen fange ich kein Zaubern an. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Ja, mach du mal. Du machst mehr Schaden als ich. Glaube ich jedenfalls. Okay, ich muss doch mithelfen. Der kriegt es nicht alleine hin. Du bist ganz schön angeschlagen, hey. Dafür sind nur ein paar Blutfliegen und Wölfe. Waren das her? So, noch ein Wolf. Okay. Aber hier liegen Tote rum. Gehören bestimmt zu Diego, oder? Komm hier, erstmal den Wolf ausnehmen. Genau, und dann die Neugier befriedigen. Ja, ein bisschen Gold. Und nochmal ein Heilkraut und ein bisschen Gold. Das hat sich ja schon fast gelohnt. Siehst du, da ist Diego. Hey, ich dachte, du wärst tot. Ja. War ich auch. Jetzt bin ich wieder hier und suche nach Beweisen für die Ankunft der Drachen. Für wen machst du das? Ich arbeite für Lord Hagen. Mit Hilfe der Paladine können die Drachen aufgehalten werden. Die Paladine? Jetzt sage ich dir mal was. Nachdem ich von hier fliehen konnte, war ich in Korinnes. Ich wollte die Paladine vor den Drachen warnen. Weiß der Henker, warum ich das überhaupt versucht habe? Denn dieser aufgeblasene Lothar hat mir nicht mal zugehört. Geschweige denn mich zu Lord Hagen vorgelassen. Stattdessen haben sie mich mit der Expedition wieder hergeschickt. Also, erzähl mir nichts von den Paladinen. Mit wessen Hilfe auch immer. Wichtig ist nur, dass wir die Drachen aufhalten, solange wir noch Zeit dafür haben. Aufhalten? Wir sollten unsere Ärsche aus dem Tal schaffen, solange wir noch Zeit dafür haben. Sag mal, wie bist du eigentlich über den Pass gekommen? Ich denke, da sitzen die Orks rum. Es gibt einen Weg durch die verlassene Mine, der nicht von Orks besetzt ist. Gut zu wissen. Dann werde ich mich wohl bald nach Korinnes aufmachen. Hab dann noch ein paar alte Rechnungen zu begleichen. Hör zu, ich brauche diese Beweise. Okay, wenn ich dir helfen kann, werde ich das tun. Aber ich werde meinen Kopf für niemanden in die Schlinge legen. Ich bin im Auftrag von Garond unterwegs. Er muss wissen, wie viel Erz bisher geschürft wurde. Und dann gibt er dir die Beweise, die du haben willst? So sieht's aus. Also, kannst du mir was darüber erzählen? Hier hinten in der Höhle sind 4 Kisten Erz, die Silvestros Männer geschürft haben. Die kann sich Garond gerne abholen. Aber dann werde ich nicht mehr da sein.
Wie bist du an das Erz gekommen? Ich war bei Silvestros Truppe. Wir schürfen da also schon ein paar Tage. Da wird Silvester auf einmal unruhig. Er meinte, wir müssten das Erz unbedingt an einen sicheren Ort bringen. Naja, da ich eh vorhatte, mich abzusetzen, habe ich dann die Sicherstellung des Erzes übernommen. Und das war mein Glück, denn die Schürfer sind auf einige Minecrawler gestoßen. Und das hat keiner überlebt. Und woher weißt du das, wenn du vorher mit dem Erz abgehauen bist? Was ist mit den beiden toten Rittern vor deinem Versteck? Der Kampf gegen eine Gruppe von Snappern wurde ihnen zum Verhängnis. Das Minental hat halt seine eigenen Regeln. Ich hab's ihnen gesagt, aber sie wollten nicht auf mich hören. Was muss ich über das Tal wissen? Mit dem Fall der Barriere hat sich hier einiges verändert. Die Orks haben mir das Sagen. Wir Menschen sind nur noch Futter für die wahren Herrscher des Tals, die Drachen. Weiche allem aus, was stärker ist als du. Und halte dich von allem fern, was nach Drache aussieht. Ich will Gorn freikaufen, aber Garond verlangt 1000 Goldstücke. Ein schöner Batzen Gold. Ich habe 300 Goldstücke dabei. Die kannst du mitnehmen. Der Rest liegt an dir. Wow, danke. Jetzt habe ich endgültig genug Gold, um Gorn freizukaufen. Sehr schön. Danke, Diego. So, war hier nicht irgendwie eine Schlafgelegenheit im ersten Teil? Ja, die ist nicht mehr da. Okay. So. Richtig. Ich würde gerne den Typen hier kurz stehen lassen. Und danach mit den beiden aus dem Minental gehen. Aber zuerst brauche ich meine Beweise. Billgott! Warte mal, nur um sicher zu gehen, dass hier nichts versaut wird. Speichere ich hier mal. Damit ich das zur Not irgendwie nachstellen kann. Denn jetzt, Billgott, hol ich dich nachher wieder ab. So. Jetzt hole ich mir die Beweise und dann gehe ich zurück und hole Billgott ab. Da, wo ich ihn zurückgelassen habe. Ich könnte aber der Gelegenheit nach Gorn freikaufen, wenn ich eh schon hier bin. Hey! Ich will mehr Mana. Ich will meine magischen Kräfte steigern. 1, 2, was? Plus 10! 10 Lernpunkte kostet das jetzt. Verrückt? Warum kostet das so viel? Ich will neue Zauber lernen. Jetzt schon? Ich dachte, das käme erst später. Gut, die anderen Zauber brauche ich nicht. Der eine reicht mir. Dann halt nicht. Ich werde ja bald leveln. Dann habe ich wieder genug für Schlösser knacken. So, also. Gut, das Wichtigste zuerst. Ich lege mich eine Runde pennen. Und dann ist auch die Folge zu Ende. Und beim nächsten Mal hole ich dann die Beweise und kaufe Gorn frei. Und wir sehen uns dann hoffentlich wieder, wenn ich das tue. Mit erfrischten Kräften. Sag mal, wie komme ich jetzt hier an ein Bett? Oben sind doch welche, oder? Na? Ja, da ist eins. Wie für mich gemacht. So, gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.